Der 1879 hier in Hannover geborene Friedrich Hamann gehört neben Ted Bundy und Jack the Ripper wohl zu den prominentesten Serienkillern der modernen Kriminalgeschichte. Zwischen 1918 und 1924 konnten ihm 24 Morde an jungen Männern im Alter zwischen 10 und 22 Jahren nachgewiesen werden. Hendrik Seifert studiert hier in Hannover Geographie und Politik. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit der Geschichte und der Kultur seiner Heimatstadt Hannover. Der Fall des Serienmörders Hamann reizt ihn in den letzten Jahren besonders, sodass er sich dazu entschlossen hat, eine Stadttour über Hamanns Geschichte anzubieten. Ich glaube, dass mit meiner Stadtführung, dass man wirklich nochmal in die Zeit zurückgebracht wird. Ich zeige viele Bilder zur damaligen Zeit und man kann sich, glaube ich, gut in das Leben von Hamann hineinversetzen und auch in die Zeitgeschichte. Manche nennen Hamann den Vampir, den Werwolf oder auch den Schlächter von Hannover. Fritz Hamann hat sich durch seine grausame Tötungsweise, einen Biss in den Adamsapfel, einige markante Spitznamen angeeignet. Die Frage bleibt offen, warum Menschen eigentlich mehr über Hamann und seine schrecklichen Taten wissen wollen. Eine Antwort darauf hat Hendrik Seifert. Ja, ist schwierig zu sagen, aber es gibt ja so momentan auch einen Trend zu True Crime Podcast. Dieser Reiz des Bösen vielleicht auch, den die Leute interessiert sind und was die Menschen reizt, darüber mehr zu erfahren. Die 20er Jahre waren die Zeit der Weimarer Republik, der Nachkriegszeit und der Inflation. Hamann lebte zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Seifert ist davon überzeugt, dass der Fall Hamann nicht nur Aufschlüsse über die Intentionen eines Serienkillers gibt, sondern dass man durch seinen Lebenslauf auch viel über den Alltag der vergangenen Jahre erfahren kann. Ja, also ich glaube, dass man viel vom Fall Hamann über die damalige Zeit lernen kann, weil es illustriert einfach doch viele Details, die man sonst nicht vermutet und die in vielen Geschichtsbüchern auch so nicht stehen. In Geschichtsbüchern steht viel über die Gründung der Weimarer Republik, aber über das alltägliche Leben, darüber findet man weniger. Das Berichten über die vergangene Zeit ist wichtig, sagt Seifert. Seit 1,5 Jahren bietet er bereits die Stadttour über den Serienmörder an. Zwar hat Corona Seifert im vergangenen Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, dennoch bleibt er positiv und das aus einem einfachen Grund. Mir macht es auch unglaublich viel Spaß, immer wieder über den Fall zu berichten, zu erzählen. Es macht auch Spaß, dass die Leute immer wieder erstaunt sind über den Fall. Und insoweit habe ich sehr viel Spaß auch dran. Ja. Wenn es keinen Lockdown geben würde, fänden Seiferts Stadttouren regelmäßig zur später Abendstunde im Dunkeln statt. Der Reiz für das Böse und Serienmörder wird durch die schaurige Dunkelheit nur noch mehr auf die Probe gestellt.